Ja, wir haben jetzt etliche Ausfallkandidaten, angefangen bei Durica, Levels, Langenecke, Suarez, Malesas, Fink und alle Spieler aus dem hinteren Bereich, die eigentlich auch als Stammspieler zu bezeichnen sind, sodass wir völlig neu formieren müssen. Wenn Möglichkeiten sich bieten, müssen wir schnell umschalten. Aber ich denke, die Musik wird erstmal von den Dortmundern ausgehen. Da müssen wir uns drauf einstellen. Vor Beginn der Serie war Fortuna immer wieder als Abstiegskandidat Nummer 1 genannt worden. Und wir stehen im Moment auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Ich denke, das ist ein momentaner Erfolg. Wir sind, das habe ich auch gesagt, wir sind nicht durch die Freiloskarte in diese Bundesliga gekommen, sondern wir sind verdientermaßen eins von 18 Teams, die seine Berechtigung hat. Und das müssen wir einfach nur annehmen. Da müssen wir immer wieder diese Freude, diesen Spaß und auch diese Genugtuung dann mitbringen in die Spiele. Ich kann mit diesen ganzen Dingen nichts anfangen. Wir müssen zumindest in der Lage sein, aufzustehen und irgendwas reinzubrüllen und auf unsere Mannschaft. Aber heute ist es ja schon so, wenn du nur die Hände einmal hebst, dann bist du ja schon der Aufwiegler des Publikums und musst schon damit rechnen, ermahnt zu werden.